Besuch auf der Neptunwerft in Warnemünde. Die Bundestagsmitglieder Eckhard Rehberg und Rüdiger Kruse machen sich ein Bild von einer Weltneuheit, die hier gebaut wird. Auf der zum Meyer-Verbund gehörenden Werft entstehen innovative Antriebssegmente für Kreuzfahrtschiffe der Carnival-Gruppe. Diese sollen mit dem emissionsarmen Flüssigerdgas LNG betrieben werden. Das erste LNG-Kreuzfahrtschiff wird die AIDA Nova für die Rostocker Carnival-Tochter AIDA Cruises sein. Derzeit laufen die letzten Arbeiten an einem riesigen Motorraumteil. Insgesamt werden 7 solcher Motorteile oder Motorraumteile für die Carnival Corporation hier in Rostock gebaut, also für AIDA, für Costa, für Carnival UK, für P&O die Marke und auch für Carnival Cruise Lines. Das heißt, diese moderne Technologie wird aus Rostock in die ganze Welt geliefert. 3 riesige LNG-Tanks waren vor einigen Tagen in das Motorraumsegment der AIDA Nova eingebaut worden. Jetzt ist dieses schwimmfähige Teilstück fast fertig und kann bald seine Reise nach Papenburg antreten, wo dann alle Schiffssegmente zusammengebaut werden. Im September war bereits ein erstes großes Maschinenraummodul mit 4 Schiffsmotoren nach Papenburg verschifft worden. Die innovative Antriebstechnik kommt von Caterpillar. Hier steht derzeit einer der Motoren für ein Costa-Schiff auf dem Prüfstand. Das Besondere, diese neuen Motoren laufen sowohl mit Diesel als auch mit Flüssiggas. Und im Gasbetrieb gibt es nahezu keine Emissionen. Nur für die Zündung wird noch 1% Diesel benötigt. Also wir haben eine maßgebliche Reduzierung an Feinstaub und an Ruß. Das sind deutlich über 98%, die wir dort reduzieren, dadurch, dass wir flüssiges Gas verbrennen. Es ist weiterhin so, auch Schwefeloxid ist maßgeblich reduziert, sogar über 99%. Und Stickoxide auch über 80% Reduzierung. Also wir sprechen wirklich von einem absolut sauberen Motor, der im Gegensatz zu eben Dieselmotoren oder Schwerölmotoren annähernd emissionsfrei funktioniert. Auf der Neptunwerft werden bereits die Tanks für das Costa-Schiff gebaut. Dieser Tank hier hat ein Fassungsvolumen von 1500 Kubikmeter. Später wird eine 30 cm dicke Isolierung noch hinzukommen, denn das Gas soll bei einer Temperatur von minus 160 Grad gelagert werden. Rund 30 Wochen arbeiten die Mitarbeiter der Neptunwerft an einem Schwimmteil, einschließlich der 3 Tanks. Für die Werft ist dieses Auftragspaket ein Glücksfall. Wir sehen hier den Anthony Feder Gastanker, den wir davor gebaut haben. Aber das ist das erste Mal, dass wir auf einem Kreuzfahrtschiff derart große Gastanks bzw. eine Gasanlage einbauen. Und das ist natürlich eine große Motivation für uns alle und freut uns auch, weil das auch die Beschäftigung für die nächsten Jahre natürlich sichert. Der Einsatz der Flüssiggastechnik in der Kreuzschifffahrt hat Vorbildcharakter, betonte Eckhard Rehberg. Durch die neue LNG-Förderrichtlinie des Bundes können Reedereien jetzt auch Zuschüsse für die Ausrüstung oder Umrüstung von Schiffen mit LNG-Technik beantragen. Auch der Ausbau einer entsprechenden Tank- und Ladeinfrastruktur wird gefördert. Der Bund hat ein 30-Millionen-Euro-Programm aufgelegt für alternative Kraftstoffe. Dazu gehört Flüssiggas und zum Beispiel hat der Bund für seine beiden neuen Schiffe Mellom und Schahörn gesagt, wir wollen, dass diese Schiffe, die Nord- und Ostsee für die Bundesbehörden fahren, auch mit LNG-Antrieb ausgerüstet werden. Also wenn wir als Bund, als Gesellschaft fordern, saubere Kraftstoffe, dann muss der Bund auch mit gutem Beispiel vorangehen. Hintergrund für die Investitionen des weltweiten Kreuzfahrtmarktführers in die LNG-Technik sind die neuen Umweltvorschriften für die internationale Schifffahrt. Ab 2020 dürfen Schiffe auf hoher See nur noch Treibstoff mit einem Schwefelgehalt von 0,5% verbrennen. Die AIDA Nova geht da mit gutem Beispiel voran. Sie wird schon Ende 2018 mit besten Werten in See stechen.